schön, eure Bühne. Wir haben heute Premiere. Also Elisabeth und ich haben uns, also das muss man schon sagen, dieses Vorhaben oder dieses Projekt, von dem wir euch berichten wollen, ist erst schon mal ein Kind oder ein Output von Corona, weil die Idee dazu ist letzten Sommer entstanden. Und es ist auch ein Projekt, was aus dieser Community entstanden ist oder jetzt entstanden stehen wird. Und es ist das allererste Mal, dass wir zwei uns jetzt raustrauen und überhaupt einem breiteren Publikum zu erzählen. Elisabeth. Ja, ich bin auch aufgeregt und freue mich sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, das mal mit euch, also euch zu präsentieren und dann gerne auch zu vertiefen in unserer Session. Und der Titel lautet ja Dezentralität in Unternehmen, die Studie in 2021. Und wir beginnen mal damit, wie sind wir überhaupt darauf gekommen, ja, dass es eine Studie braucht. Und das eine ist eben so unsere Erfahrung auch in der Zusammenarbeit mit Organisationen und auch, was man so an Anfragen bekommt und auch so beobachten kann, was sich in Organisationen in unseren Ländern auch tut, was sich auch in der Community immer wieder abbildet. Und es zeigen sich da einfach auch Muster und denen wollen wir nachgehen. Ich beginne jetzt einfach mal, Silke, sag, du ergänzt, dass im agile Transformation ja in aller Munde ist, könnte man sagen, und dass es da auch sehr viele Bemühungen und Bestrebungen und Initiativen gibt, unterschiedlichste Angebote, und dass sie die Dezentralität, die Erfolge da nicht sichtbar sind, ja, nicht so sichtbar sind, dass man von einer gelungenen agilen Transformation in Richtung Dezentralität auch sprechen kann. Und dass das Organisation, ja. Wobei wir jetzt, denke ich, nicht nur über agile Transformationen reden wollen, sondern über alle Formen, die irgendetwas zu tun haben mit Dezentralität. Also da fallen klar alle agilen Themen rein, da fallen aber auch Themen rein, wie alles, was rund um New Work eine Rolle spielt. Da fallen generell Reorganisationen rein, wo es um ein Stückchen mehr Regionalität oder vermeintliche Dezentralität geht. Und das, was wir halt sehen, ist, dass es ein Thema ist, dass es als Thema auch verstanden worden ist, dass man aber auch immer mehr sieht, dass es eigentlich nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und dass es langsam mal Zeit ist, auch mal genauer hinzugucken, woran liegt das eigentlich und das auch zu thematisieren, weil es ist schon in aller Munde. Also wir haben uns natürlich auch beide, glaube ich, so ein bisschen ins Thema Dezentralität auch deswegen verliebt, weil wir so rausgefunden haben, es ist, glaube ich, das Metathema des kommenden oder dieses Jahrzehnts. Also, und es bezieht sich eben nicht nur auf Organisationen. Also wir haben ganz viele Diskussionen, die jetzt gerade auch in der Pandemie eine Rolle gespielt haben, ob das darum geht, wie wollen wir unsere Städte gestalten, wie wollen wir Verkehr gestalten, wie wollen wir Energieversorgung gestalten, wie wollen wir mit Klimafragen umgehen. Also alle Themen, die wir haben, die natürlich auch was zu tun haben mit Komplexität und Dynamik, kommen dahin, dass irgendwie in irgendeiner Form Dezentralität eine große Rolle spielen wird. Und natürlich auch für Organisationen. Und jetzt kommen wir damit natürlich dann auch so ein bisschen aus unserer Beta-Arbeit, wo wir ja immer dafür werben, dass Dezentralität was ist, was Unternehmen stärkt und Organisationen stärkt und nicht schwächt. Das wird so ein bisschen mehr als Thema genommen, aber das Konsequente darin und das Gelingen ist, wie alle Change-Vorhaben, also ausdrücklich nicht nur Dezentralität, ist eben jetzt nicht so richtig überwältigend. Und das andere ist, dass wir auch drauf gekommen sind, dass nach der Arbeit vom Beyond Budgeting Roundtable, wo diese ersten großen Cases eben gemacht wurden, eben auch schon sehr lange her ist, sodass man seitdem nicht mehr systematisch geguckt hat. Wir denken, es ist an der Zeit und zu sagen, mit einem Stück einen anderen Ansatz, der auch, ich glaube, mal ein bisschen leichter zu stemmen ist, aber zu sagen, jetzt ist an der Zeit, da nochmal anders hinzugucken und von dieser Erfahrung auch weiterzutreiben. Und ich glaube, es passt jetzt auch gerade. Genau. Jetzt müssen wir zwei aber noch sagen, Elisabeth, warum ausgerechnet wir zwei? Genau. Haben wir nämlich auch miteinander erst so rausgekriegt und das fand ich dann mega cool. Wir hatten nämlich die Idee zur selben Zeit. Also innerhalb von 2 Wochen sind wir auf die
nahezu identische Idee gekommen. Vielleicht magst du die Idee. Ja, genau. Also wie du eben auch schon am Anfang gesagt hast, eben diese Beta-Community und die Zusammenarbeit und der Austausch, hier zeigt sich einfach wirklich, wie schön sich hier auch Synergien und Zusammenarbeit weiter fortsetzen und entwickeln kann. Und was Silke und mich einfach verbindet, wo wir dann draufgekommen sind, ist einfach, dass wir beide auch Forschungserfahrung haben, forschungsaffin sind und diese Rolle als sehr fein, schön und wichtig auch in unserer beruflichen Identität sehen und die einfach jetzt auch wieder entdeckt haben, sage ich jetzt mal. Und ja, das eine ist also ich habe viel geforscht in Familienunternehmen, also in Betriebsnachfolgen, in Familienunternehmen, habe auch gerne Forschungsarbeit gemacht in organisationsübergreifenden Forschungs- und Lernräumen, zum Beispiel zum Thema Intuition und Entscheidung, wo ein großer Hunger auch da war, sage ich jetzt mal, von Menschen in Organisationen sich auszutauschen, sich zu vernetzen, voneinander, miteinander zu lernen. Und ja, und die Silke und ich haben uns da eben hatten zur selben Zeit die Idee und haben uns ausgetauscht und ja, da sind wir im Bereich Familienunternehmen und ich habe ja nochmal so einen, ich nehme mal so einen Teil meiner Biografie ja auch so der ganzen Nachhaltigkeitsthematik gewidmet und hatte dann in meiner vorvorherigen beruflichen Phase viel gemacht zum Thema Sustainability in Unternehmen, also ganz früh auch schon in EU-Projekten mit vielen Unternehmen und Unternehmen betreut dabei, sodass sie einzeln praktisch auch einen Nutzen haben und dann eben auch alles ausgewertet. Und da haben wir gesagt, wir haben das ja beide fast so ein bisschen vergessen, was wir da an Expertise haben. Und das werfen wir jetzt zusammen und wollen das eben nutzen. Zumal, ich glaube, der Elisabeth ging es genauso, mir das auch immer viel Spaß gemacht hat. So. Genau. Ja. Ja, und was haben wir jetzt vor? Also, was haben wir vor? Zum einen würden wir euch ganz kurz sagen, wir haben uns natürlich eine Forschungsfrage überlegt. Also blend sie mal ein, ha? Blend die einmal ein, sodass wir es alle gesehen haben. So, genau. Ja. Also dezentralisiert euch die Studie und die Forschungsfrage ist, was behindert und was begünstigt Dezentralität in Unternehmen und Institutionen? Und mit dem Hintergrund, systemrelevante Muster in der Organisation zu erkennen und Handlungsoptionen zu konkretisieren. Das ist mal so die Überschrift und die Forschungsfrage, anhand derer wir auch ein Design entwickelt haben, das wir euch jetzt auch kurz erklären werden. Ich tue es wieder weg, ja? Ja, tue es wieder weg. Ja, genau. Ja, und wir wollen das natürlich so machen, dass sowohl die Unternehmen, die teilnehmen können und das hoffentlich auch tun werden. Übrigens nicht nur Unternehmen, es können auch Institutionen sein, es können auch öffentliche Einrichtungen sein. Ist davon völlig unabhängig, dass die praktisch einen Ansatz bekommen, wo sie direkten Nutzen für sich selber sehen. Also ich glaube, dass kaum ein Unternehmen teilnehmen wird, nur weil es jetzt nur um das allgemeine Wissen zu befördern. Also die sollen für sich direkt einen eigenen Nutzen ziehen können. Und wir wollen natürlich dann die Unternehmen alle zusammenbringen für das Peer-Lernen und dann auch nochmal die gesamte Musterauswertung machen. Und wenn wir jetzt schon über Selbstorganisation reden und Dezentralität, geht das natürlich auch nur, wenn wir wieder mit denselben Prinzipien in der Studienarbeit arbeiten, als es dann auch das, also wie es dem Thema auch entspricht. Heißt also, wir haben uns ein bisschen an Kurt Lewin angelehnt, der ja diesen Ansatz des Action Learnings kreiert und auch als Begriff definiert hat, der nach wie vor eben auch so in sozialwissenschaftlichen Themen nach wie vor Bedeutung hat. Das heißt, es geht um angeleitete Selbstbeforschung. Also die App. Ja, genau. Also Action Research im wirklich in dem Verständnis, dass die man sich selbst beforscht, also die Unternehmen, die teilnehmen, haben einen ganz starken Selbstbeforschungsauftrag, den sie sozusagen durch die Studie sich selbst auch geben. Also das ist ein ganz wichtiges Kernelement, das eben nicht von außen irgendwer kommt und fragt und dann sagt, wie es ist, weil es einerseits Organisationen auch brauchen, also diese Forschungskompetenz auch brauchen, ja, das in der heutigen Zeit. Und
Ich wollte noch kurz noch sagen, Unternehmen und Institutionen, also zum Beispiel auch, ich arbeite zum Beispiel auch im Bildungsbereich, also wo ich sage, da ist so viel Dezentralität erforderlich und man merkt auch, wie sehr sie leiden, dass sie es nicht haben teilweise, dass es dieses Metathema einfach auch widerspiegelt, das die Silke am Anfang erwähnt hat, der einfach sagt, es betrifft uns alle in der Gestaltung von Zusammenarbeit und in der Gestaltung von Gesellschaft dann auch, ja. Das heißt also, der gesamte Fragenkatalog, die Inhalte werden von uns vorbereitet. Das ist, wenn man so möchte, die Selbstbeforschungsumgebung, die stellen wir zur Verfügung. Aber angeleitet in Kleingruppen erarbeiten oder erheben das die Unternehmen selbst. Das wird dann ausgewertet und es gibt auch eine Auswertung pro Unternehmen. Da kriegen die dann auch einen Workshop. Das ist so der einzige Teil eigentlich, wo wir, wenn man so möchte, eine unmittelbare Rolle auch in der Institution spielen, wenn man so sagt, wir werten das aus, so damit man die eigenen Erkenntnisse auch sammelt und sich da spiegelt. Es wird Veranstaltungen geben, wo die Unternehmen und Institutionen sich gegenseitig kennenlernen und eben ihre Erkenntnisse und Fragen auch austauschen können. Und es wird dann nochmal einen Rahmen geben, wo wir über alles, natürlich anonymisiert, aber die Muster dann eben auswerten und das auch publizieren wollen. Und die teilnehmenden Unternehmen sind natürlich auch eingeladen, das auch mit zu gestalten, auch mit Einfluss zu nehmen, auch das, was ihnen wichtig ist, eben uns zurückzuspielen, sodass wir das eben auch jetzt nicht als eine abgehobene Aufgabe sehen, sondern wo die Tür ganz weit offen steht, da sich auch zu beteiligen. Und letztlich geht es darum, ja, wie möchte ich das sagen, sich selber den Spiegel vorzuhalten, sich auch dann zu fragen, was wollen wir denn wirklich, aber eben auch darum, dass man Fehler und Hindernisse, die man sich so in den Weg legt, die Fehler muss ja nicht jeder selbst machen. Also man darf dann ja durchaus bei anderen auch gucken und man darf sich auch ein Stück weit auch gegenseitig befeuern, möchte ich mal sagen. Ermutigen mag ich überhaupt nicht an der Stelle, aber befeuern, und das ist so die Erfahrung aus anderen Arbeiten auch, dass diese Peer-Arbeit dazu führt, dass sich Unternehmen und Organisationen viel mehr trauen, als wenn sie alleine unterwegs wären. Und alleine das, finde ich, ist ein toller Mehrwert, der da drin steckt, wenn man dann eben miteinander eben auch reflektiert und Dinge auch teilt und austauscht und sich öffnet. Mhm. Ja, und es vielleicht auch noch zum prinzipiellen Rahmen, es findet deutschsprachig statt, die Studie. Also gleich auch sagen, warum. Also wir wollten nicht, dass in einer Organisation es Sprachbarrieren gibt. Also man hätte ja gleich sagen können, wir gehen auf Englisch. Aber wir glauben, dass wir dadurch, dass es ja aus der Belegschaft kommen soll, dann auch viel Sprachbarrieren einbauen. Und das wollten wir nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt rein deutschsprachig zunächst mal. Genau, und zeitlich überschaubar, also noch in einem Rahmen, der zeitlich, also der jetzt kein jahrelanges Forschungsprojekt darstellt, ja, sondern so in einem halben Jahr schaffbar ist und machbar ist. Ja, genau. Und man kann sich, also Unternehmen, die Interesse haben, können sich anmelden und es beginnt quasi, sobald 20 Unternehmen sich hier und Institutionen gefunden haben. Ja, weil wir das eine ist eben wegen der Corona-Zeit, ist es einfach jetzt noch ein bisschen schwierig. Und es geht aber gleichzeitig darum, auch schon dieses Bewusstsein zu schaffen. Es gibt hier ein Forschungsvorhaben, das man sonst quasi auch nicht bekommen kann. Ja, weil es geht darum, diese Selbstbeforschung, die verschränkte, dieses Peer-Arbeit mit anderen, diese Musterauswertung im Ganzen und dann noch die fachliche Expertise von uns als Studienleitung zu bekommen, ist jetzt etwas, das man sonst auch nicht, was man sonst nicht generieren kann. Das gelingt nur in der Formation, sage ich jetzt mal. Und deswegen 20 bis 30 Unternehmen, ab 20 geht's los. Also wir haben das auch, muss vielleicht an der Stelle fair enough das auch zu sagen, das können wir natürlich nicht kostenfrei irgendwie zur Verfügung stellen. Also wir leben auch nicht von den nicht vorhandenen Zinsen von etwas. Wir haben aber die Konditionen versucht, so zu kalkulieren, dass wir sagen können, das geht über alles auf und das, was je nach Unternehmensgröße gestaffelt, weil der Betreuungsaufwand dann auch unterschiedlich ist, so gestaltet ist, dass für das Unternehmen, für das, was es unmittelbar für sich als Nutzen ziehen kann, ich denke, dass das ein sehr, sehr attraktives Verhältnis ist. Da haben wir uns auch angestrengt, dass das so aufgehen kann,
sodass es für alle auch interessant und attraktiv sein kann, dabei mitzuwirken. Genau. Und das eine ist eben für Unternehmen, die sich mit dem, also die das Thema haben und oder sagen, wir haben da schon einiges ausprobiert und es ist uns trotzdem nicht so gelungen. Oder es geht auch für Unternehmen, die sagen, wir sind stark gewachsen und auf was müssen wir jetzt auch achten, dass wir unsere Stärken erhalten. Ja, also das ist so schon auch, in welche Muster wir nicht rein, dass wir nicht Muster aufbauen, die uns dann stören. Und oder wo im Berater, Beraterinnen auch mit Unternehmen zusammenarbeiten und zu sagen, dass dieses Forschungsarbeit könnte hier gerade für dieses Unternehmen einen großen Mehrwert schaffen. Also das ist so alles, wo man sagt, ist gut für die Studie. Natürlich gibt es ja auch Klärungsgespräche und Schärfungs-, also dass das geschärft wird und so, aber nur mal so von der Vorstellung her. Es geht darum, also Forschungsarbeit einfach auch so zu etablieren oder den Nutzen von Forschungsarbeit, von Selbstbeforschung hier einfach auch wirklich ein Stück weit stark zu unterstützen, dass das sozusagen in die Zeit auch passt und für die Zeit auch wirklich wesentlich ist, dass Organisationen das bewusst machen und verschränktes Lernen ist immer ein Mehrwert, der, ja, der quasi, man könnte sagen, unbezahlbar ist. Also vom Grundsatz, ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, es wird zu wenig geforscht. Das können wir uns, glaube ich, das ist, ich denke, das sollten wir alle einen Konsens haben. Zweitens, wir haben da total Lust drauf. Deswegen hoffen wir, dass das auch alles so funktioniert, wie wir uns das erhoffen. Wir gehen jetzt mal raus, weil wir ja auch da erstmal so vorbereitend viele Gespräche führen müssen. Wir hoffen, dass Corona langsam irgendwie zum Sommer hin alles ein bisschen leichter macht, weil wir gesagt haben, wir können auch erst dann loslegen, wenn man sich sehen kann. Das geht nicht rein virtuell. Das macht übrigens auch überhaupt keinen Spaß. Und ja, und wer weitere Fragen hat, wir machen eine Session jetzt dazu und wir haben auch eine Website dazu. Da stehen noch die zeige ich Umlagen jetzt drauf. Die wird weiter wachsen. Da lohnt sich immer mal hinzugucken. Ich zeige die mal jetzt, Silke. Ich zeige die nur mal ganz kurz. Und also die Website, warte mal, das sieht man da, sieht man das jetzt nicht unten, gell? Ganz unten steht sie. Dezentralisiert-euch.com. Die Website. Das ist noch die zweite Folie, die wir für heute für euch haben. Genau, aber. So, also wer weitere Fragen hat, ihr seid eingeladen. Wir sind auch danach immer wieder ja erreichbar. Ich glaube, in der Community weiß man auch, wie man uns erreicht. Und ja, und wir werden berichten, wie es weitergeht. Ja, und wir freuen uns und auf die Session jetzt mit euch. Ich danke euch beiden, liebe Silke, liebe Elisabeth. Ein unglaublich spannendes Projekt, wo sich es durchaus lohnt, also als Unternehmen, als Organisation, als Institution mit teilzunehmen und auch mal aus Beratersicht zu sagen, ich spreche mal mit meinen diversen Kundinnen und Kunden, ob dort gegebenenfalls eine Möglichkeit besteht, an dieser Studie mitzuarbeiten und mitzuforschen. Ich glaube, das ist ein Win-Win-Geschehen für alle beteiligten Seiten. Insofern, ich drücke euch die Daumen.